Also meine Analyse klingt ungefähr wie folgt. Man hat einmal nicht so besteht ihre und auch von den nur Prädestination, dass wer Aristoteles, Rousseau von Adorno, Diogenes von Sinope, Charles de Gaulle, Nietzsche, Karl Valentin, Jakob Burckhardt, Sloterdijk, Nietzsche, Coubertin, Ernst Bloch, ja. Das Dasein, ein säkulares Analogon dazu, das zweite Gesicht des Athletismus, die Bürde des metaphysischen Erbes in Richtung der quantitativen Steigerung der Welt, der Paraphrase, eine Rettung durch Ästhetisierung, ein Bürger des Kosmos, Prägestücken der Kultur, der Grad der Mediatisierung, der Anblick von unbewältigbarer Komplexität, plagiatorischen Absicht, einsamen Grobianismen, einer generellen sozialen Dekadenz im psychopolitischen Entwicklungshorizont, ad personam adressierten Demontageübungen, dynamisch sich vermehrenden Populationen, eine einzige große Dubiosität. Promotion der Dissertation. Der akademischen Grade. Vertikalspannung. Also ist über Softpower. Sehr ambivalente, vom Charakter in die Liebe liest, Maskulinismen, agonalen Imperativ, Diskurs ist die Sichtbarkeit ihrer eigenen Existenz. Antizipierten Blicke der anderen auch schon wiederum mit realen, imaginären und gar mit transzendenten Beobachtern. Nicht? Und in die Zone der erhöhten Beobachtung. Ambivalenz. Popular-Skandal-Essays. Freiwillig, unfreiwillig. Dann aber das wird lange dauern. Ja. Und deswegen, ja. deswegen hat ja auch Bildungsschichten strukturelle Ähnlichkeiten. Dass man da nur. Meine Analyse klingt ungefähr wie folgt. Man hat einmal nicht so besteht ihre und auch von den nur Prädestination, dass wer Aristoteles, Rousseau von Adorno, Diogenes von Sinope, Charles de Gaulle, Nietzsche, Karl Valentin, Jakob Burckhardt, Sloterdijk, Nietzsche, Coubertin, Ernst Bloch, das Dasein,